Hartwig findet Mittwochabends Zeit für mich. Hallo! Sorry, dass ich so laut spreche! Bei mir ist alles im Lot, Mann! Wenn das kein Zufall ist, mein Training ist gerade vorbei. Na, hast du Lust auf ein Rematch? Jo. Klasse, Mann! Ich warte im Dojo. Seine Kampf-Pokémon. Oh, da bin ich natürlich falsch aufgestellt. Da brauche ich meinen Kokowai. Gegebenenfalls auch Flug. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Mir fällt gerade ein, der fängt mit einem Pokémon an. Da muss ich erst mit einer Flugattacke angreifen. Gut, gut, gut. Aber ich tue nicht X-Bad nach vorne, weil es nämlich ein Psycho-Pokémon ist. Psycho-Kampf. Oh, hallo, da bist du ja. Jetzt kriegst du die Früchte von 24 Stunden Spezialtraining zu schmecken. Das ist eine sehr interessante Kombo, Psycho und Kampf. Denn, naja, Psycho ist auf Kampf effektiv, aber dadurch wird diese Schwäche eben genommen. Meditalis ist es, aus der dritten Generation. Können wir am besten mit Dragorans Fliegen besiegen, denn gegen Dragoran kann es eigentlich nichts machen. Oh, es wollte mich mit der epischen Psycho-Klinge angreifen, doch das war nix. Ja, guter Beginn. Zwar jetzt kein Über-Pokémon, aber kein schlechtes. Und außerdem ein Pokémon, mit dem man nicht rechnet in seinem Team. Also gleich mal die Warnung für die Leute, die Psycho-Pokémon einsetzen wollen. Kapilz kommt dann. Oh, bleiben wir gleich mal bei Dragoran, der kann dem den Feuerschlag verpassen. Kampfpflanze. Auch interessant. Also ich mag dieses Pokémon hier. Ich habe das, als ich die dritte Generation zum ersten Mal gezockt habe, in meinem Team gehabt und ja, war schon chillig. Was alles so aus einem kleinen Knilz werden kann. Nocturne. Nun kommt die Kampf-Action und somit Facepalms Auftritt. Ja, viel können die eigentlich auch nicht ausrichten. Ich meine, die kennen wir ja schon von Bruno. Höchstens langweilen mit Scanner oder Delegator-Scheiße können sie. Aber ich denke, dieses Nocturne sieht ein, dass es keinen Sinn hat und geht nach Hause. Finde ich auch ein bisschen doof. Da hätte ich ihm irgendwas anderes gegeben, weil ich meine, man kennt es halt schon von Bruno. Und nochmal, die beiden braucht es halt echt nicht. Weiß ich nicht, Mann. Gut, so viel Auswahl gibt es jetzt auch nicht, ne? Wenn man die fünfte Generation rauslässt, aber... Ja, da lässt sich schon was finden, ey, komm. Baseball, nicht zurückstrecken. Feuerfähiger, interesting. Das zieht mir dann doch nochmal was ab, aber ist kein Step drauf, deswegen ist es nicht so dramatisch. Bei mir allerdings schon und deswegen ist Kikli down. Mit Volltreffer. N1. Also bis jetzt ist eher so ein bisschen die Enttäuschung. Auch das Razaf kennen wir schon. Das erste Pokémon war gut, aber der Rest ist vorhersehbar gewesen. Keine Exotik drin. Keine Besonderheiten. Schade, schade. Bitte schlag dich nicht. N1. Du. Auch down. Jetzt muss ich schauen, ob ich vielleicht wechseln kann. Wegen der scheiß Verwirrung. Na, wer kommt als letztes? Quappo? Ja, theoretisch schon, aber... Ah, fuck off. Bleib bei ihm. Aber auch Quappo war vorhersehbar. Den hatte er auch schon in seiner Arena, also... Der hat größtenteils an seinem alten Team festgehalten oder Vorhersehbares reingetan. Also... Schon eine Enttäuschung eigentlich. Da würde mich in den Kommentaren eure Meinung interessieren. Was würdet ihr an ihm ändern? Welche Pokémon würdet ihr raustun? Und welche rein? Ich denke, das hätte man besser machen können. Kämpfe gegen dich sind immer ein riesiger Spaß, Mann. Die stählerne Jasmin hat Mittwochmittag Zeit für mich. Hallo, wie geht es dir? Mir geht es gut. Mein Amphi ist wieder völlig gesund und so habe ich auch wieder mehr Zeit für mich. Also, wie sieht's aus? Hättest du Lust auf ein Rematch? Yo. Abgemacht, ich warte im Dojo. Und ja, ich gucke immer nur nach, welches erste Pokémon sie hat. Nicht, dass ihr immer denkt, ja, der weiß ja schon alles. Ich lasse mich auch so ein bisschen überraschen, obwohl es kein Blind-Let's Play ist. Pünktlich auf die Sekunde, wollen wir dann gleich anfangen? Damit ich halt weiß, wen ich voranstellen muss. Und sie fängt mit Metagross an, was schon mal genial ist. Stahlpsycho und extrem stark.
Dagegen werde ich Impelgator mit Erdbeben einsetzen und hoffen, dass er stirbt. Was aber wahrscheinlich nicht passieren wird. Weil ich habe keinen Step und wie gesagt, er ist hammermäßig drauf, aber großen physischen Angriff und eben 64. Level und es hat doch gereicht. Juhu. Schön. Sonst hätte das mich richtig verprügelt. Ja, und dann kommt natürlich Magnezone. Das habe ich mir schon gedacht, dass sie das Viech hat. Bei den ganzen Magnetilos, die sich auch endlich mal entwickelt haben. Ja, haben wir eigentlich keine andere Wahl. Da müssen wir zu Dragobran und dem Feuerschlag wechseln. Auch wenn der ebenfalls wahrscheinlich nicht ausreicht. Aber vielleicht erleben wir eine positive Überraschung, wie schon bei Metagross. Jedoch hat Feuerschlag schon des Öfteren versagt. Und Erdbeben hat auch eine größere Stärke. Ja, leider nicht. Und natürlich... Oh, ich hätte jetzt eigentlich mit einer dummen Paralyse gerechnet, wie es bei Dragoran immer der Fall ist. Aber wir haben wohl Glück. Oder auch nicht. Mal sehen, ob wir Glück haben. Er hat auf mich gezielt. Was hat er vor? Vielleicht kann er Blitzkanone, das wäre übel. Aber so richtig. Oder sind wir jetzt schneller? Ja, okay. Gefahr gebannt, wir werden das nie erfahren. Also die ersten beiden Pokémon sind auf jeden Fall jetzt schon mal richtig geil. Was hat sie denn noch? Impoleon, tschüss. Was machen wir gegen den? Stahlwasser. Da bleibt eigentlich auch nur der Donnerschlag übrig. Also ich bin ja ein Riesenfan von Impoleon. Finde ich eigentlich den besten Starter. Ja, doch. Eigentlich schon. Der ist einfach nur episch. Und sieht außerdem noch geil aus. Also, ohne Scheiß. Auch den haben wir gekillt. Nice. Der kann nämlich mit Sicherheit eine Eisattacke. Jetzt kommt Stalos und wir wechseln zurück zu Impelgator. Auch, dass sie einen Stalos hat, war klar. Aber ich habe fast so das Gefühl, Jasmin ist die geilste. Also... Sie überzeugt mich jetzt im Moment am meisten von allen. Ich hätte auch Erdbeben einsetzen können, aber Kaskade ist stärker wegen Step. Reicht aber dennoch nicht. Ist eh beides physisch, deswegen war es egal. Gegen eine spezielle Attacke sieht Stalos da schon eher alt aus, aber haben wir halt nicht, ne? Haben wir halt nicht. 75 für Spritzer. Und, was hat sie noch? Bronzong. Ey, Gott, ey. Die geht richtig ab, ohne Scheiß. Die ist epic. Aber da muss ich jetzt schon wieder hier bei ihm bleiben. Aber das könnte Schwebe haben. Das in der Pokémon-Liga hat es nicht, aber ich glaube, ihr es schon. Ja, ich bin da jetzt mal eine Pussy und traue mich nicht. Ich mache jetzt erstmal Schwertanz. Um eine kleine Chance mit meiner Kaskade zu haben. Denn seine Verteidigung ist übel. Aber die Attacke war sehr dumm, weil die mir fast nichts abzieht. Eine Psychokinese oder so wäre auf jeden Fall besser gewesen. Oder, nee, Quatsch, Psychokinese nicht. Zen-Korbstoß. Yes! Mit Schwertanz reicht die Kaskade aus. Letztes Pokémon ist Panzeron, okay. Ja, also ich muss sagen, die hat mich von allen am meisten überzeugt. Die hat geile Pokémon, die hat sich richtig gesteigert. Die war auch eine riesen Enttäuschung in der Hinrunde mit ihren Magnetilos da. Aber jetzt ist das auf jeden Fall episch. Diese scheiß spitzen Steine haben mir ein Viertel meiner KP abgezockt. Aber was soll ich machen? Kann man nicht ändern. Wir brauchen eine Elektroattacke. Und da haben wir eben nur hier den Donnerschlag von Dragoran. Take that und weg! Da habt ihr, glaube ich, auch nichts zu bemängeln, oder? Da kann man einfach nur einen Daumen hoch... Wow, 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 wow! Falls doch, schreibt es in die Kommis. Aber ich würde da keinen ändern. Ein bisschen schwächere Pokémon müssen ja auch dabei sein, wie jetzt Panzeron zum Beispiel. Ach komm, jetzt zieh's aber nicht in die Länge, das ist jetzt unnötig. Deep
passt wirklich zu 100%. Komm, Drago, tu uns allen einen Gefallen und... na. Schade. Alter! Das geht so doch nicht weiter. Das siehst du doch wohl ein, Jasmin. Du kannst dich nicht mehr retten. Also ist es sowieso sehr... danke. Sehr optimistisch, mit einem einzigen Pokémon noch 6 Pokémon des Gegners besiegen zu wollen. Das hätte mir klar sein müssen. Oh. Beleidigt, oder was? Frühaufsteher Norbert hat Montagmorgen Zeit. Hallo, du bist es. Mir geht es gut. Dein Anruf kommt wie gerufen. Ich habe mich gerade etwas gelangweilt. Hast du Lust, nochmal gegen mich zu kämpfen? Epic. Deine Einstellung gefällt mir. Wir sehen uns im Dojo. Seid ihr auch Frühaufsteher? Also ich bin's mal sowas von gar nicht, ey. Gibt für mich nichts Schlimmeres. Da bist du ja endlich. Nein, sage jetzt bitte nichts. Ein Kampf zwischen dir und mir sagt mehr als 1000 Worte. Nun, der Kerl hat das letzte Mal angegeben, dass er seine Pokémon schon seit er auf der Welt ist trainiert. Aber er war eine riesen Enttäuschung, ein riesen Honk. Kann er sich nun verbessern? Rex Blizzer, ein Eispflanzen-Pokémon, eine Kombination, die dann doch eher Aufsehen erregt. Ist auf jeden Fall schon mal ein netter Beginn. Kann aber mit einer Feuerattacke locker bezwungen werden, da vierfach Schwäche. Hm? Jetzt wollen wir mal sehen, was da noch so kommt. Ah, es hagelt wegen dem. Das ist natürlich auch ganz schlau. Frostege, okay. Dieses Geist-Eis-Pokémon. Auch sehr, sehr geil, dass er den im Team hat. Absolut exotisch und epic. Also dahingehend hat er sich schon mal verbessert. Aber auch den kriegen wir bestimmt mit einer Feuerattacke down. Immerhin zweifach Effektivität. Jupp, reicht. Und Level 72 für Dragora. Springt dabei raus. Ja, gut. Ein paar Hagelkörner gibt es an die Fresse. Muss man akzeptieren. Und nun Yugong. Okay. Da wechsle ich zu Facepawn. Yugong ist jetzt natürlich eher eins seiner ja, normalen Pokémon, aber... habe ich schon gedacht, dass er das immer noch hat. Das war ja irgendwie sein Lieblings-Pokémon in der Arena. Oh! Und es überrascht durch Taucher, also ist jetzt nicht sehr effektiv. Eigentlich sogar gar nicht. Aber ich kann ihn nicht umbringen und er schindet Zeit, weil ich jetzt getroffen werde und mich der Hagel verletzt. Ist, denke ich mal, das Beste, was er hätte machen können. Mit Energieball ist aber Schluss. Bestimmt auch sein schwächstes Mitglied. Zumindest erscheint es mir jetzt so. Aber ich weiß ja noch nicht, was da noch so kommt. Ich habe das natürlich alles schon mal gespielt, aber vergessen. Ist ja klar, ist ewig her. Oh, 4 Non-Torm. Hm? Aus der dritten Generation. Die Vorentwicklung von Frostege, deswegen ist das jetzt so ein bisschen doppelt gemoppelt. Da hätte ich vielleicht dann doch irgendwas anderes noch genommen. Ja. Auch wenn er natürlich auch cool ist, also ja, geht schon in Ordnung. Oder was meint ihr? Schwierigkeiten haben wir keine, aber auf jeden Fall ist er viel, viel geiler als noch damals, als wir den Orden errungen haben. Und ein Walreiser. Auch sehr gefährlich. Da wechsle ich wieder zurück zu Facepalm. Da ist wieder eine Pflanzenattacke ganz gut. Ich denke mal, der ist auch ziemlich langsam. Hoffentlich langsamer als Facepalm. Jupp. Deswegen können wir ihn schnell ownen. Weil sonst hätten wir auf jeden Fall eine Eisattacke kassiert, das ist klar. Jo, weg. Schön. Oh,
Und Level 71. Boah, schlecht, Alter. Schlecht ohne Ende, ey. Jetzt fix. Einen haben wir noch, ne? Mammutl. Mhm. Ah, ja klar, natürlich. Das ist eigentlich klar gewesen, dass der auch noch dabei ist. Sein Keifel hat sich weiterentwickelt. Ja, doch, ich muss auch sagen, dass er neben Jasmin echt die geilste... der geilste ist. Würdet ihr mir da zustimmen? Und das Vieh ist sogar auf Level 60. Also, ich finde schon, ey. Stimmt. Quiekel und Keifel war sein Lieblings-Pokémon, nicht Yugong. Yugong kam nur verdammt oft in der Arena vor. Der hat den Feuerschlag überlebt, heilt sich und baut nun auf die Verteidigung, will mich nicht angreifen. Also ich hätte mich jetzt eigentlich auf jeden Fall mit einer Eisattacke angegriffen. Ich meine, hey komm, das ist eine Vierfachschwäche. Der hat hohe Chancen, das Dragoran niederzuringen. Aber ja, vielleicht hat er doch alles richtig gemacht, das Arschloch, das Blöde. Einmal Doppelteam reicht und eigentlich sind wir jetzt schon tot. Er packt's nochmal. Eine Chance, oder? Tötet mich jetzt der Hagel. Nee, müsste schon noch so ein Strich übrig bleiben. Komm. So, letzte Chance für dich, Dragoran. Yes! Auf dem Punkt. Ich glaube, da zählt jetzt dann auch nicht mehr der Hagel. Wäre scheiße, wenn doch. Nee. Lacker. Schnell in den Pokéball zurück. Damit er nicht doch noch stirbt. Beeindruckend, das war wunderbar. Ja, stimmt. Muss ich schon auch sagen. Und zuletzt Sandra am Freitagabend. Hallo, ja. Mir geht es gut. Du rufst genau zur richtigen Zeit an. Hast du Lust auf einen kleinen Kampf? Jo. Ich kann es kaum noch abwarten. Ich warte auf dich im Dojo von Safronia. Na dann los. Wir haben jetzt schon öfters gekämpft, ne? Aber was ist eigentlich mit ihrem gesamten Team? Das haben wir noch nicht gesehen. Welches Rematch-Team hat sie? Ah, da bist du ja. Gut, dann lass uns sofort kämpfen. Sie fängt wieder mit dem Gyarados an, das weiß ich. Ich weiß auch nicht, warum alle Drachentrainer meinen, ein Gyarados im Team haben zu müssen. Stark ist es ja, aber es ist kein Drachen-Pokémon, verdammt. Das würde mich nicht wundern, wenn sie... ja, immer noch keine wirklichen Drachen im Team hat. Auch wenn jetzt deutlich mehr zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel Libeldra. Oder... Brutalanda. Weiß der Teufel. Es gäbe so viel. Und die verdammte Beere hat die Stärke von meiner Elektroattacke abgeschwächt, deswegen hat er es trotz Vierfachschwäche überlebt. Und ich krieg einen verdammten Drachenpuls rein. Da kein Step drauf ist und der spezielle Angriff von Gyarados eigentlich Müll ist. Okay, dank des Volltreffers setzt mir doch noch viel ab. Habe ich keine große Angst. So. Da ist der schon mal weg. Was kommt denn jetzt? Jetzt bin ich gespannt, du. Dragonier. Ist nicht wahr. Hallo, wir sind hier beim Rematch. Was will die mit dem Dragonier, Junge? Knackrack gäbe es auch noch. Oder wenn sie halt dann wenigstens von so einem geilen Drachen-Pokémon die Vorentwicklung nimmt. Aber doch nicht Dragonier. Das ist verdammt schwach. Das ist witzlos. Drachenklaue und der ist tot, ey. Lame. Also bis jetzt ist sie echt scheiße. Und da haben wir es schon wieder. Kein Drachen-Pokémon, Aerodactyl. Was soll das? Macht ihr jetzt Siegfried nach oder was? Also den alten Siegfried? Ich verstehe es nicht, warum man nicht wenigstens Libeldra oder sowas reintut oder Knackrag oder was haben wir denn noch alles zu der Zeit? Klar, es gibt nicht übermäßig viele Drachen-Pokémon, aber es würde auf jeden Fall ausreichen. Ja, die baut eher auf ein großes Movepool bei ihren Pokémon, aber das zieht halt auch nicht viel ab, wie man gesehen hat. Weder der Drachenpuls von Gyarados noch der Donnerzahn von Aerodactyl, der war sogar richtig witzig, der Donnerzahn. Jetzt kommt mal Dragoran, alles klar.
bleibe ich mal hier. Level 60 immerhin. Und Lawine. Ah, genauso wie vorhin. Im letzten Part. Aber keine Paralyse diesmal. Und die Lawine reicht hoffentlich aus. Ich glaube, der hat es im letzten Part überlebt, aber seitdem bin ich ja nochmal ein, zwei Level gestiegen. Sei es drum, wie auch immer, diesmal ist er tot. Schön. Und Glurak. Ja, was soll ich sagen? Sie kopiert den alten Siegfried und verfehlt ihren eigenen Typ. Ich kann es nicht verstehen. Ich find's lame. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Kommentarfunktion nutzen, mir mitteilen. Aber begeistert bin ich nicht. Es sind zwar alles coole Pokémon, starke Pokémon, aber es ist alles schon da gewesen und das Rematch erscheint mir so ein bisschen lächerlich, weil, wie gesagt, es ist der normale Siegfried. Das Cedra King hat sie jetzt noch, das ist ganz nice, auch wenn es wieder kein... Oder ist der jetzt sogar Drache? Ich glaube, der ist sogar Drache. Ach. Doch. Doch ist er. Stimmt. Drache Wasser. Na, wenigstens der. Und das hat mir letztens so gefallen, als ich den mit Himmelsfeger besiegt habe. Deswegen wechsle ich jetzt wieder zu Sauger. Auch wenn ich mir natürlich dessen bewusst bin, dass jetzt ein Eisstrahl oder sowas kommt. Ja. Aber den muss X-Bad packen. Doof, dass es jetzt so kurz vom Level ist. Ach so, das ist ja. Ein Furz ist das. Volle Pulle. Bam! Meins ist dagegen kein Furz. Und nicht mal sehr effektiv, lol. Und weg. So schnell kann man ein so schwieriges Pokémon besiegen. Level 71. Das war's schon. Joa, ich denke, es ist alles dazu gesagt. Im nächsten Part werden wir zum Silberberg gehen und die Kanto-Arena-Leiter Telefonnummern sammeln. Das geht jetzt in diesem Part nicht mehr, weil ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert, aber der Part ist jetzt schon Überlänge, deswegen müssen wir es auf den nächsten verschieben. Ich hoffe, euch hat es gefallen hier. Däumchen nach oben, wäre nett. Und viele, viele Kommentare. Bis zum nächsten Mal bei Pokémon Soul Silver. Euer Galkan. Ciao.